Es schwätzt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich begrüße Sie recht herzlich, meine sehr verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger. In letzter Zeit ist mir häufig die Frage gestellt worden, was heißt eigentlich lommelig? Ein Wörtle, das man öfters hört, aber ehrlich gesagt weiß keiner die richtige Bedeutung mehr. Aber etwas Lommeliges hat jeder mal um sich rum. Und nicht nur das, jedes kann sogar selber lommelig sein, das muss man sich mal vorstellen. Wenn man zum Beispiel lommelig auf dem Sofa hängt. Genau wie ein Würstle, das nicht lang genug auf dem Grill gelegen ist, das ist auch lommelig geblieben. Lommelig kann auch ein Äpfel sein, der die ganze Woche auf dem Küchentisch rumliegt und noch nicht gegessen worden ist. Oder auch zum Beispiel der Elvis Presley. Oder der Michael Jackson, die haben lommelige Fiesket und deswegen so gut tanzen können. Schon da dran sieht man, dass es keine Schande ist, wenn man sich ab und zu mal ein bisschen lommelig fühlt. Das muss dann auch nicht heißen, dass man gleich ein Bähmull ist, wie so mancher einen vielleicht noch gleich schimpft. Und deswegen gilt auch fürs neue Jahr, meine sehr verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, sind Sie alle mal wieder einfach ein wenig lommelig. Es schwätzte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wenn ich Sie gerade dran habe da oben im Weltraum, wissen Sie, was lommelig ist? Ha? Also, mir ist das Wort bekannt vorkommen, aber also richtig blickt habe ich es jetzt nicht so, wie Sie es erklärt haben. Es hat irgendwas mit Tanzen zum Do und irgendwas mit einem Äpfel auf dem Tisch und mit einem Grill, glaube ich. Der Äpfel ist bloß ein Beispiel. Der ist halt lommelig, wenn er lange auf dem Tisch rumliegt. Ah, Moment, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Kennen Sie diese Strohhalme, die man oberende umbiegen kann, dass sie einem praktisch rechtwinklig in den Mund einstanden? Ist dieses Klink, ist das lommelig? Was ist denn ein Strohhalm? Ach so, ein Rehrle, meinen Sie. Das mit so einer Ziehharmonika oben dran. Das ist nicht lommelig, das stimmt nicht. Doch, jetzt weiß ich. Sie haben mal einen bunten Rhabarber gekauft beim Esbella. Wenn man den an einem Ende grob hat, ist er am anderen nachhängt. So, jetzt haben wir es genau, ein lommeliger Rhabarber. Wenn ein Rhabarberstecker so lepprig nachhängt, das ist lommelig. Das freut mich jetzt aber, dass ich das verstanden habe. Jürgen! Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Sauerei! Mit Zuckerguss! Danke!